Guten Morgen, es ist wieder mal Zeit für das monatliche Business Feedback. Heute sage ich Euch, was ich im Februar mit meinem Traum die Welt zu verändern verdient habe. Ich gebe einen kleinen Einblick über mein Mindset und werde Euch erklären, wie die Daumen nach unten tatsächlich bei YouTube gewertet werden aus Ranking-Sicht. Generell natürlich an erster Stelle erstmal wieder ein dickes Respekt an meine Zuschauer. Ich weiß natürlich, dass ich keine massenkompatiblen Videos mache und ja, den Großteil von Euch oft überfordere. Einige sagen das, einige sagen das nicht, aber ich weiß es. Nicht unbedingt fachlich, aber mit dem großen thematischen Spagat in meinen Videos und natürlich auch mit der Häufigkeit der Videos. Auch dass ich Fragen stelle, die unangenehm sind, Stilmittel der Irritation oder auch der bewussten Provokation nutze, um Euch täglich anzuregen. Mir ist natürlich klar, dass keiner wirklich alle Videos schauen kann. Dafür sind sie auch mittlerweile viel zu intensiv geworden. Während ich früher einfach mal so kleine Erfahrungen mitgeteilt habe, ist es ja mittlerweile so, dass ich meine täglichen Videos qualitativ nicht hinter Kanälen verstecken müssen, die einmal in der Woche ein Video hochladen. Mein Motto ist eben nicht Qualität oder Quantität, sondern beides. Dafür werde ich, ja, wie vorigen Monat schon vorgestellt, mit den treuesten Abonnenten aller veganen YouTube-Kanäle weltweit belohnt. Und das trotz der echt teilweise herausfordernden Art, mit der ich mich manchmal Euch präsentiere. Das Video zum ersten Teil findet ihr oben. Aber mir ist es bewusst und ich werde da auch kein Stück zurückweichen. Mein Ziel ist es nicht, irgendwie von einem Online-Business leben zu können und mich dafür zu verdrehen und zu verbiegen, um dann nach ein paar Jahren festzustellen, dass das alles irgendwie in Arbeit ausgeartet ist und ich mir nicht mehr in die Augen schauen kann, sondern ich mache exakt das, was ich will und sage, was ich denke. Und wenn ich dann irgendwann davon leben kann, dann ist das toll. Wenn ich mich bei so vielen dieser Business-Starter umschaue und ich habe Kontakt zu vielen, dann haben sie alle den Traum, selbstständig zu sein, unabhängig leben zu können und sind bereit dafür auch Risiken einzugehen. Aber das alles sind nur die Basics. Das ist nicht der Kern. Der Kern eines zufriedenen Arbeitslebens ist sich selbst zu finden und davon ausgehend, von mir aus selbstständig und unabhängig und risikoreich das umzusetzen. Aber nicht irgendwas zu machen, nur um unabhängig und selbstständig sein zu können. Das ist ein Denkfehler. Unbedingt darauf achten, das kann ein guter Start sein. Aber viele, und das erkenne ich eben aus diesen Gesprächen, die sehen darin das Endziel, unabhängig und selbstständig zu sein, passives Einkommen. Das macht nicht glücklich, Leute. Findet Euch selbst, das ist das erste Ziel. Die komplette Klarheit über wirkliche Werte, über wirkliche Ideale. Also echt Respekt, dass ihr der Herausforderung des wahrscheinlich aktivsten und anspruchsvollsten veganen Kanals Deutschlands, dass ihr Euch dieser immer wieder stellt. Meine monatlichen Online-Einnahmen setzen sich diesen Monat wie auch vorigen Monat aus der YouTube-Werbung, wo ihr draufklickt, aus Affiliate-Einnahmen, also wenn ihr vor eurer Amazon-Bestellung irgendeinen Amazon-Link von mir anklickt, zusammen, dann natürlich auch noch aus den Patreon-Einnahmen und ich habe im Februar sogar neben der Stefanie, der Manuela und dem Ralf noch einen vierten Patron dazugekommen und das ist der Dario. Dazu haben auch 3 Leute einmalig mich mit einem Beitrag supportet, aber dann nur nochmal zur Information, also ihr könnt bei Patreon jederzeit und unkompliziert den Patreon-Status, also dass man sozusagen mein Patron ist, mein Schutzheiliger, wieder aufheben. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung und verlange da auch nicht irgendwie eine Erklärung oder sehe das irgendwie negativ oder sonst irgendwie was. Ne? Das ist von beiden Seiten eine komplett freiwillige Angelegenheit, ohne jegliche Verpflichtung. Ich mache freiwillig meine Videos und wenn ihr denn Patron werden wollt, könnt ihr das freiwillig machen. Ganz im Sinne einer organen, undogmatischen Lebensweise. Die beiden letzten Bestandteile meiner Einnahmen im Februar sind Online-Coachings gewesen und die Smoothie-Man-Auftritte. Während ich im Januar 296 Euro verdient habe, sind es im Februar 312 Euro gewesen. Aber ich erwarte gerade in den Anfangsmonaten jetzt nicht wirklich eine monatliche Steigerung, auch wenn sich das jetzt gesteigert hat, sondern will erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie sich ja, diese Einnahmen so einschwingen. Also das ist erstmal für mich besonders wichtig. An dieser Stelle noch einmal danke für jeden Klick auf eine Werbung, jedes Mal an mich denken vor dem Amazon-Einkauf und jeden, der finanziell meine Arbeit als Patron zum Beispiel unterstützt. Und in der Hoffnung auch, dass meine täglichen Videos ihm auch diesen Wert wiedergeben und er sich nicht irgendwie gemüßigt fühlt, mehr zu zahlen als möglich, sondern wirklich das, was er gut findet. Ich habe auch diesen Monat kein E-Book geschrieben und auch noch keinen Online-Kurs in irgendeiner Weise auf den Markt gebracht. Und ganz ehrlich, ich wüsste auch derzeit nicht, was ich dafür am Tag wegstreichen sollte, um das eben machen zu können. Ich habe zwar ein paar Ideen, aber derzeit eben noch nicht umgesetzt. Auch weil ich einfach immer so ein komisches Gefühl dabei habe, Geld für etwas zu nehmen, was ich gerne gebe.
Aber da muss ich mal sehen, ob sich das auch dauerhaft umgehen lässt und so aufrechterhalten lässt. Natürlich könnte ich einfach einfachere Videos machen oder etwas mehr Mainstream reinbringen, dadurch mehr Abonnenten generieren, dadurch die Werbeeinnahmen starten und so weiter. Ja, aber das ist nicht mein Ding. Auch hält sich mein Wunsch, mich zwanghaft in anderen Kanälen in Erscheinung zu bringen, auch in Grenzen. Ich liebe es lieber mal im Rahmen zum Beispiel des Tagging kleinerer Kanäle, die ich gut finde, zu unterstützen, weil ich da groß helfen kann. Ne? Ich bin auch relativ rigoros, was Anfragen anderer YouTuber angeht, wo ich den Eindruck habe, dass es wirklich nur um die Kohle geht, wenn es darum geht, irgendwas zu promoten. Wenn es passt, mache ich auch gerne Kooperationen und behandle auch gemeinsam ein Thema oder stelle auch Bücher von anderen YouTubern vor oder Kurse oder was auch immer, wenn ich zu 100% dahinter stehe. Aber die Preispolitik der meisten YouTuber, die ist auf persönliche Bereicherung und maximale Abschöpfung der Menschen ausgerichtet. Und ja, und da sage ich immer, egal so toll und sympathisch ich diesen Menschen an sich finde, ein ganz klares nicht mit mir. Ich habe den Traum von meinem YouTube-Kanal leben zu können, aber nur mit wirklich meinen Idealen, ehrlich und zu 100% transparent und offen. Und bei mir sind das keine Worte, ich nenne wirklich konkrete Zahlen. Ich habe das eingangs schon mal gesagt. Nur einfach von YouTube leben zu können, das ist nicht schwer, über die Zeit zumindest gesehen. Das kann ich mittlerweile jetzt auch schon abschätzen. Aber seine eigenen Ideale puristisch abseits vom Mainstream und innerhalb von YouTube zu präsentieren und davon leben zu können, das ist schon eine Ansage. Mal was Interessantes zur YouTube-Mechanik. Seit ich YouTube-Support erhalte, habe ich ja einige interessante Dinge erfahren, die ich durchaus interessant auch für euch finde zu mitteilen. Zum Beispiel, dass die Daumen nach unten exakt für das Ranking dieselbe Bedeutung haben wie die Daumen nach oben. YouTube wertet das als Engagement und die sogenannte True Engagement Rate unterscheidet nicht zwischen Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Daumen pushen das Video. Das Ranking wird im Endeffekt durch beides gefördert, da beidens Aktivität des Zuschauers darstellt. Oben und unten ist nur eine Info für den Kanalbetreiber, war das Video gut oder nicht. Und entsprechend ist das für mich als Nutzer anderer Videos schon sehr sehr interessant und ich denke das sollte man auch wissen. Wenn wieder irgendeiner Blödsinn erzählt, dann mal lieber keinen Daumen geben und lieber ein Statement setzen, weil durch den Daumen das Video höher gerankt wird und dieser Bullshit dann quasi auch wieder eher sichtbar ist und lieber einen kritischen Kommentar verfassen oder idealerweise das Video komplett ignorieren. Also das fand ich schon mega interessant. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in mein YouTube-Leben, in meine YouTube-Einnahmen und auch in die YouTube-Mechanik so ein bisschen geben und dass ihr mit diesem Video wieder so ein bisschen mehr Bescheid wisst. Ja, diese Offenheit gehört zu meinem Traum, das sage ich immer wieder. Ich liebe die Menschen und ich entblöße mich auch gerne und ich habe auch nichts zu verstecken, denn ich habe nichts zu verlieren. Da ich bin, wie ich bin. Und das ist immer gut. Bis morgen, Euer Christian. Tschüss.